Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Betrüger mitgebracht, beziehungsweise letztendlich sind es ja wie so oft mehr Leute am Telefon und an der Strippe, da ja irgendwie nie einer von denen alleine arbeiten kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Anrufen. Hallo. Hallo, Herr Hockern. Ja. Ja, ich bin Jonas Weid, die kommt aus der Seite von Firma East Investing. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Von welcher Firma rufen Sie an? East Investing, eine Online-Investitionsfirma. Sie haben ein Handelskonto bei uns. Aha. So, haben Sie ein Handy mit Internet oder Computer mit Internetverbindung dabei? Immer wieder das Gleiche. Wisst ihr, wenn ihr alle die Leute bescheißen wollt, dann müsst ihr auch mal vernünftiges Deutsch reden, weil das Kakerlakendeutsch, das versteht keine Sau. Dabei hat keiner einen Computer. Sie verstehen Deutsch, oder nein? Ja, doch. Welche Sprache sprechen am besten? Ja, Deutsch. Na Mensch, die fragt mich tatsächlich, welche Sprache ich am besten spreche. Tja. Ich wüsste jetzt nicht, welche Sprache ich gerade gesprochen habe, aber die Tante scheint wieder kein Wort zu verstehen von dem, was ich sage. Deutsch. Ja. So, haben Sie eine Handy mit Internet oder nein? Wie sagt sie? Ja, sowas besitze ich, ja. Hm. So, gehen Sie bei die Google und buchstabieren den Namen unserer Firma ACE Investing. Suchen Sie für East Investing und sehen Sie deine Konto, deine Anmeldung hier. Schauen Sie zusammen. Das heißt Ihre Anmeldung, nicht deine. Genau so wünscht man sich das. Man bekommt einen Anruf von irgendeiner komischen Firma, die irgendwas mit Online-Investing macht. Ja, und das Erste, was man tun soll, ist erstmal gleich auf die Webseite gehen, ohne sich jetzt erstmal vernünftig vorzustellen, was man denn eigentlich macht, was der Grund des Anrufs ist und was das Ganze hier überhaupt soll. Da geht man erstmal gleich direkt davon aus, dass ihr sofort ins Internet geht, nur weil man es euch befiehlt. Mhm. Sind ja schon wieder super Voraussetzungen hier in diesem Gespräch. Sie haben bei Selbstgemacht diese Anmeldung mit deinen persönlichen Informationen. Wie sehen Sie mich, Herr Bern? Ja, halbwegs. So, gehen Sie bei die Google. Mhm. Schreiben A wie Anton. Aha. C wie Cäsar. Mhm. E wie Emily. Mhm. I wie International. Ja. N wie Nordpol. Ja. V wie Warte. Mhm. S wie Straße. Nee. T wie Theodor. Nee, das ist falsch. Das heißt T wie Theodor Feil. Nochmal bitte. Das ist falsch, sage ich. Das heißt T wie Theodor Feil. Wie falsch? T wie Theodor Fall. T wie Theodor. Theodor Fall. Nein, nein. Doch, so heißt es. East Investing. T wie Theodor. Ja, aber das heißt T wie Theodor Fall. Sagt der Telefonveräppler auch immer. Ja, und? Nochmal bitte? Ja, T wie Theodor Fall. Und dann? Ja, T wie Theodor. Nee, Theodor Fall. Theodor, also Thomas. Nee, Theodor Fall. Ja, ja. Ja. So, danach schreiben Sie I Italien. Aha. N Nordpol. Aha. G Gustav. Mhm. Ja. Punkt. Mhm. I Italien. Mhm. O Oliver. So, was sehen Sie jetzt? Die Google-Ergebnisse. Nochmal? Ich sehe die Google-Ergebnisse. Okay, warte kurz, weil benutzen Sie einen Computer oder ein Handy? Ich sollte ja das Handy aufmachen. Haben Sie einen Computer? Ja, sowas besitze ich auch, ja. Hm.
Okay. Machen Sie den Computer an. Ich soll den Computer anmachen. Ja. Ja, der muss dann aber erst hochfahren. Okay, also machen Sie keine Sorge, ich habe Zeit. Okay, prima. Das hört sich gut an. Ich bin in der Leitung. Wenn Sie da die Computer angemacht haben, dann sagen Sie mir. Soll ich dann irgendein bestimmtes Codewort sagen? Nochmal? Soll ich dann ein bestimmtes Codewort sagen? Was für eine Code? Ja, wenn fertig. Nochmal? Ja, wenn das fertig ist mit dem Rechner, wenn der Rechner hochgefahren ist, soll ich dann ein bestimmtes Codewort sagen? Ach so, ja, Sie können das machen. Okay. Okay. So, bei Ihrem Computer benutzen Sie E-Mail? Ja. Okay, ich werde Ihnen eine E-Mail schicken. Haben Sie angemacht? Ja, also der Computer fährt hoch. Ich habe ja gesagt, ich sage dann ein Codewort. Okay. Also wissen Sie diesen Code? Okay. So, bei Ihrem Computer benutzen Sie eine Desk? Nein. Okay. Ich werde Ihnen diesen Link per E-Mail schicken und dann Sie können das direkt herunterladen, damit wir zusammen parallel arbeiten können. Wozu brauchen wir das? Nochmal? Ich fragte, wozu wir das brauchen. Also, damit ich das parallel zeigen kann, damit wir keine Fehler machen. Ach so. So, jetzt gehen Sie bei Ihrer E-Mail-Adresse, ich habe Ihnen das geschickt. Der Rechner, ich muss erstmal mein Passwort eingeben. Passwort? Ja. Ja, wissen Sie dieses Passwort? Ja, ja, das weiß ich. Ja, schreiben Sie dieses Passwort und loggen Sie sich ein. Jetzt lädt das Windows erstmal. So, die E-Mail lautet band-hockleff@googleemail.com. Ja. Du kannst E-Mail mit Google-Mail.com oder Gmail.com. Was denn? Da hat einer gerade im Hintergrund was gesagt. Okay, warte kurz. Warte kurz. Okay, so, können Sie mir die E-Mail buchstabieren? Ja, du bist doch richtig, wie Sie das vorgelesen haben. Ah, ist das richtig? Ja, wieso nicht? Ja, wo ist denn jetzt das Problem? Warte kurz, ich buchstabiere nochmal. So, jetzt gehen Sie bei E-Mail. Ja, gerade wollten Sie noch irgendwas buchstabieren. Nein, ich habe das gefunden, die Fehler. Wo war die Fehler? Ach so, wo war denn der Fehler? Weil hier ist also Höckler, H-O-E-C. Aber Sie haben das nicht mit O-E, ne? Ach so, ja, das kann sein. Ja. Warte kurz. Warte kurz. Sind Sie neu? Weil ich finde nicht die Fehler hier auf Ihrer E-Mail. Warte ganz kurz. Was ist denn da für ein Fehler? Was bekommen Sie denn da angezeigt? Bei E-Mail, ich weiß es nicht. Also hier steht Band. Also. Soll ich mal mit Anydesk auf Ihrem Computer gucken? Ja. Haben Sie Anydesk? Ja, dann kann ich ja bei Ihnen mal auf dem Computer gucken. Sagen Sie mal Ihre Nummer. Okay. So, gehen Sie zu Anydesk und sagen Sie mir die neunstellige Nummer? Nee, Sie sollen mir mal Ihre Nummer sagen. Dann kann ich gucken, wo Sie da den Fehler haben. Ja, ich behalte Sicherheit mit Anydesk. Okay? Ja, aber ich kann doch nur gucken, wenn ich da bei Ihnen bin. Ich muss doch da bei Ihnen gucken, wo der Fehler ist. Hallo? Ja. Ja. Warum machen Sie Spaß mit uns? Ja, ich mach doch gar keinen Spaß, wenn Sie sagen, ja, da ist was Spaß. Falsch. Ja, Sie machen Spaß, ich weiß das ganz genau. Jetzt schönen Tag noch. Tschüss. Betrüger. Ich bin kein Dumm. Betrüger.
Betrüger. Immer noch Betrüger. Immer noch Betrüger. Hallo, guten Tag, Schlampe. Ja, hallo, Betrüger. Wie kannst du ruhen, Sohn? Ja, Sie sind Betrüger. Wo ist dein Mutter jetzt? Dabei dein Mutter jetzt? Du stehst auf ältere Frauen, kann das sein? Deine Mutter. Arbeitet deine Mutter bei Puff oder nicht? Stehst du auf alte Frauen? Hurensohn. Ja, stehst du auf alte Frauen oder Hurensohn. Warum fragst du nach meiner Mutter? Betrüger. Hurensohn. Ja, Betrüger. Betrüger, immer noch. Tja. Ja, was will man da noch groß zu sagen? Wie immer, Herz allerliebst. Tja, ich meine, auf euren Rechner, da kann man auf jeden Fall mit Indes gucken, aber wenn man mal den Spieß umdreht, weil die, ja, nicht intelligent genug ist, um das da alleine gebacken zu bekommen, da macht man dann gleich Spaß. Das war ernst gemeint von mir. Lustig fand ich das nicht, dass ich bei ihr auf dem Rechner gucken wollte, weil sie hat es ja scheinbar nicht hingekriegt. Naja, und wenn die jedes Mal auf meinen Rechner gucken wollen, wo ist denn da jetzt das Problem, dass ich dann einfach mal danach frage, ob ich nicht von denen mal die Indiendesk-Nummer bekomme? Naja, aber, tja, wie sie es letztendlich zum Schluss, wie immer, selbst bestätigt haben, sind es Betrüger. Denn beide wurden gleich zum Schluss beleidigend. Vor allem, was schon wieder absolut kurios, dass schon wieder eine völlig außenstehende fremde Person einfach ans Telefon gekommen ist, um dann noch ein bisschen zu beleidigen. Tja, ich glaube, das war der Russe, den wir nebenbei gehört haben, zwischendurch. Da war ja irgendeine russische oder ja zumindest eine ausländische Sprache von irgendeinem Herrn zu hören. Vielleicht war es sogar der. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich haben sie hier nur wieder ganz klar und eindeutig bewiesen, in was für einem Callcenter wir gelandet sind. Naja, machen wir weiter mit dem zweiten Telefonat. Ja, hallo. Herr Bastian, Mahlzeit, Herr Schmidt am Apparat hier von eToro, Account-Manager. Grüßen. Herr Bastian ist aber nicht richtig. Bastian? Nee, ist nicht richtig. Das ist ja mein Vorname. Ah, Vorname. Ah, okay. Ich hoffe, ich störe nicht, oder? Ja, und wen möchten Sie sprechen jetzt genau? Den Bastian Lümen-Tüschmann. Nee, das ist falsch. Lümen-Tüschen. Lümen-Tüschen, ja. Richtig. Ja. Ja, natürlich, ich bin der Account Manager, ich bin der zuständige Person wegen deinem Handelskonto. Aha. Und bitte sei mir nicht sauer, ich hatte heute ein kleines Unfall, daher kann ich auch nicht gut sehen und bin gerade auf den Arbeit gekommen. Und gerade haben wir auch gesehen, dass sie sich auch bei uns live interessiert haben. Und das Thema ist, wie wollten sie die Konto freischalten? Da bin ich ihnen auch Hilfe von meiner Seite. Aha. Er hat also ein kleines Unfall gehabt und kann nicht richtig gucken. Ja, dann stellt sich jetzt hier wirklich die Frage, was um Himmels Willen hat der überhaupt auf Arbeit zu suchen? Ich meine, wenn er ein kleines Unfall hatte und er dadurch beeinträchtigtes Sehfeld hat, dann gehört er definitiv nicht ins Callcenter, sondern nach Hause ins Bett und noch mit dem Tee dazu oder so. Naja, aber es wird wohl irgendwie die Regeln anders laufen in so einem Callcenter als in der normalen Welt. Sie sind hier zu Hause oder bei der Arbeit? Ja, ich bin zu Hause. Zu Hause. Haben Sie einen Rechner vor sich? Nö, aktuell habe ich den Wäscheständer vor mir. Okay. Mit was haben Sie sich entschieden zu starten? Oder wie ist das Möglichkeit von deiner Seite höchstpersönlich? Das wäre ja schon mal ganz schön, wenn Sie mich vielleicht nicht duzen könnten die ganze Zeit. Nee, ich duze Sie nicht. Na doch. Da verstehen Sie, nee. Ich sage nur, von deiner Seite... Ja, das ist Duzen. Das ist Duzen. Das ist in Deutschland nicht erwünscht. Na, können Sie mir nur wählen, bitte, ich tue meine Arbeit. Mit was haben Sie sich entschieden? Ja, aber da machen Sie doch Ihre Arbeit vernünftig und beleidigen Sie die Leute nicht am Telefon. Mein Herr. Das heißt auch nicht mein Herr, das heißt Herr Lümmeltütchen. Nicht du, nicht mein Herr, es heißt Herr Lümmeltütchen. Herr Lümmeltütchen. Ich frage ihn wirklich exakt, wie wollen Sie die Staaten machen, bitte? Die Staaten? Was für Staaten? Na, mit was haben Sie sich entschieden zu starten, Herr Lümmeltisch? Mit 250, 300, 400, 500? Ja, und was? 250, was 400, was 500? Erdbeeren oder was? Hallo? Ja, hallo. Ich rede hier auf Deutsch, ja? Na, eigentlich nicht irgendwie. Sie reden komplett Kakerlakendeutsch, aber warum, kein richtiges warum Deutsch. Warum haben Sie sich dann irritiert? Was habe ich? Wie, was habe ich? Ja, was? Ich verstehe Sie kaum.
Sie verstehen mich kaum. Ja. Ja, okay. Warte, ich gebe dir jetzt meine Vorgesetzte. Warte, warte kurz. Warte. Warte. Jo. Hallo, guten Tag. Ja, mit wem spreche ich da jetzt? Sie sprechen mit der Frau Neumann. Ach, Frau Neumann, okay. Hallo. Sie haben sich ja gerade eben bei uns registriert. Und auf welcher Seite denn? Auf IQ Toro. Ach so, ja. Das hat der Mann gerade eben irgendwie nicht hingekriegt, mal zu erzählen, um was es geht. Okay. Sie haben sich, wie gesagt, bei uns gerade eben registriert. Wir sind dafür zuständig, Sie anzurufen, um nachzufragen, ob Sie Hilfe brauchen, wie weit Sie sind. Es gibt auch Informationen, die wir Ihnen zusätzlich geben können, damit Sie Ihr Konto auch vollständig aktivieren und damit Sie auch wissen, mit wem Sie zusammenarbeiten. Mhm. Okay. Als erstes möchte ich Sie herzlich willkommen heißen und dann auch nachfragen, ob Sie soweit alles verstanden haben oder ob Sie Hilfe brauchen, ob Sie Erfahrung mitbringen. Ja, soweit habe ich alles verstanden, ja. Okay. Haben Sie schon mal getradet? Oder ist das das erste Mal, dass Sie versuchen, Geld zu investieren? Nö, das habe ich schon öfters gemacht. Öfters gemacht. Wie ist das denn gelaufen bis jetzt? Ja, bis jetzt ganz gut. Ganz gut. Sie handeln auch selber? Mhm. Profi in dem Bereich? Na, Profi würde ich jetzt nicht sagen, aber ich versuche halt mein Glück, ne? Okay, aber Sie handeln nach Glück oder eher nach Wissen? Beides. Beides, also jetzt, okay. Hatte ich halt immer Glück. Ja, aber das ist kein Glücksspiel, es ist ein Finanzinstrument. Wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert, dann kann man viel mehr erreichen, wie ja, nur gut, zu schätzen. Aber CSDs sind schon ein Glücksspiel. Das ist ja eigentlich, ja. Also vom Grunde genommen ist es ja nichts anderes als Glücksspiel mit CSDs. Klar kann man damit ein bisschen Wissen auch richtig liegen, aber letztendlich weiß man ja vorher nie, wie sich der Markt dann wirklich entwickelt. Das kann sich ja jederzeit ändern. Das ist so, aber trotzdem, wenn man mehr darüber weiß oder wenn man halt auch Strategien verfolgen kann, dann ändert das viel an dieser ganzen Sache. Ja, das ändert schon viel, aber nichts daran, dass es letztendlich Glücksspiel bleibt, ne? Das ist die Seite, die Sie so sehen. Mhm. Okay, Herr Limmeltichen, was machen Sie denn beruflich? Kommen Sie auch in der Finanzenwelt? Nö, ich arbeite nicht. Ach so, okay. Ja, dann machen wir Folgendes. Viele Fragen haben Sie jetzt diesbezüglich nicht. Ich würde Ihnen gerne dann die Bankverbindung per E-Mail zukommen lassen. Oder besitzen Sie eine Kreditkarte? Ja, eine Kreditkarte habe ich auch, ja. Okay, dann würde ich Sie gerne wieder an meinen Kollegen weiterleiten, damit er mit Ihnen gemeinsam das Konto aktivieren kann. Na, meinen Sie, der kriegt das hin? Der hat ja gerade schon nichts verstanden. Na, dann können wir das gemeinsam machen, ist kein Problem. Mhm. Okay, Sie sind ja vor dem Computer? Nee. Nicht? Nein. Dann setzen Sie sich bitte vor dem Computer. Ich mache gerade die Wäsche. Ach so. Ja, wann können wir das denn dann gemeinsam machen? Oder ich schicke Ihnen einfach den Link auf Ihre E-Mail. Sie brauchen dann nur draufklicken und eigentlich kennen Sie ja sich mit der Technik aus. Mhm. Und falls Sie aber nicht weiterkommen sollten, können Sie mich dann wieder kontaktieren. Ich schicke Ihnen einfach am besten eine E-Mail von mir aus. Ja, ganz unten in der Signatur. Das wird nicht weiter nötig sein. Okay, warum? Ja, ist ja keine seriöse Plattform. Keine seriöse? Woher wissen Sie das denn? Ja, ich habe mir die Plattform vorhin ja angeschaut, deswegen habe ich ja da nicht weitergemacht, weil das war nicht seriös da. Was meinen Sie mit nicht seriös? Was kommt Ihnen denn nicht seriös vor? Na, es fängt ja schon erstmal an, wie man sich bei Ihnen legitimieren soll. Das ist schon nicht seriös. Dann, dass man da sein Geld auf einen Krypto-Wallet aufladen soll über eine Drittwebseite, das fand ich nicht seriös. Das macht ja keine normale Bank so. Also ich bin ja nun nicht seit gestern im Trading und also so unübersichtlich und so undurchsichtig habe ich das noch nie gesehen. Also legitimieren, das ist bei jeder Plattform so. Man ja, muss einen Personalausweis oder irgendwas rüberschicken, damit man sich verifizieren kann. Ja, aber doch nicht unverschlüsselt auf eine Webseite hochladen. Das ist ja alles unverschlüsselt da bei Ihnen. Das macht man normalerweise über eine Postident-App oder ja per Postident per Brief. Aber doch nicht da, so wie Sie das machen. Das macht man per E-Mail. Nein, das macht man so. Das machen Sie vielleicht so, aber so ist nicht legal. Mhm, denken Sie. Ja. Das denke ich nicht nur, das kriegt man auch so beigebracht hier in Deutschland, dass das nicht legal ist. Mhm. Ja gut, Herr Limmeltichen, dann wollen wir ja nicht unsere Zeit verschwenden mit Ihnen und Sie auch nicht mit uns. Dann wünsche ich Ihnen mal alles Gute. Ja, verschwendet ist ja die Zeit nicht. Ich meine, das
hat ja immerhin noch einen lehrreichen Zweck für YouTube. Super. Ja. Alles Gute dann. Alles klar. Tschüss. Na Mensch, ist ja richtig nett von ihr, dass ich ihre Zeit verschwende. Ja, sowas hört man natürlich immer, wenn man irgendwo anruft und ein Angebot bekommt. Naja, aber was will man von solchen Betrügern erwarten? Letztendlich zeigen sie ja immer ihr wahres Gesicht, indem wie sie sich verhalten. Die müssen gar nicht sagen, dass sie euch abzocken. Letztendlich muss man nur durch die Blume schauen und gucken, was da so ringsrum passiert. Naja. Wie immer das Gleiche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne den Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit allen weiteren Videos. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.